herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und nein, das ist jetzt nicht nochmal dieselbe Folge wie die letzte. Es fängt nur genauso gleich wieder an, weil jetzt kommt Poiki. Juhu. Poiki greift wieder die linke Faust Alexanders an und die sind schon ziemlich malträtiert. Und ja, die ausgewählten Schwerter wären schon interessant. Die wären schon sehr interessant zu fighten. Gut ist nur, dass er keine Artillerie hat. Aber ja. Ich stelle mich trotzdem wieder hier auf. Für die Götter des Olymps! Ja, Kommandant! Aber vielleicht zum Einsatz! Eure Befehle? Die gelben vielleicht in die Mitte. Die beiden grünen hierhin, der hierhin. Die unterstützen die ganzen Einheiten hier. Die schauen, dass es hinten gut läuft. Die Kavallerie an sich, alle Kavallerie kommen wieder außen rum. Der passt hier auf. Und los geht's. Wobei, also der da wird nichts machen. So wirkt sich Angst auf Barbaren aus. Angst und starker Druck. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach so. Oh Mann. Ich dachte, ich hätte zwei von denen. Ich hätte zwei von denen und hab wahrscheinlich den und den zusammen hier hingetan. Aha! Leinenpanzer-Schwertkämpfer sind super Dudes. Die wissen, was sie tun. Den habe ich vergessen. Kommt natürlich auch noch hinterher. Gut, bis die da sind, sind die schon weg. Aber die Frage ist, schaffe ich die? Ich denke schon. Ich muss aufpassen, dass ich bei denen nicht komplett, ich würde hier vielleicht zwei Salben zulassen für alle und die restlichen Salben spare ich für die große Armee auf. Ich glaube, das ist am besten. Also wie klein ist denn sein Bereich? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das ist ja winzig. Das ist ja die ist so doppelt oder dreifach so groß, ne? Ermutigung. Ja. Stimmt, die können eigentlich auch hier hin. Einheiten entdeckt. Und ermutigen. Wirklich die armen Pikiniere an. So, da gehe ich mal aggressiver rein, ne? Doppelte
Du kannst nirgendwo hin, du kleiner Wegspatz. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ach, wer ist das denn? Die Krieger erwarten euren Befehl. Wo kommt der denn her? Kommen denn schon die ersten von denen? Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Feldmasten! Getairenreiterei! Bereit loszureiten! Getairenreiterei! Stolze Söhne Makedoniens! Angriff! Okay, das passt soweit. Das passt soweit. Ja, und die Pikiniere haben nur sehr großen Schaden genommen. Wir erwarten eure Befehle. Für Zeus! Sehr großen Schaden. Gut. Piken, bereit! Der feindliche General ist tot. Kämpfer erwarten eure Befehle. So, was mache ich mit den Pikinieren? Ich würde sagen, die Pikiniere kommen hier hin. Die Hopliten kommen hier hin. Die Peltasten kommen hier hin und die kommen da hin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Falls jemand in den Rücken springen will. So, gut. Krieger Makedoniens! Alter, die sind halt sowas von fertig. So, aber jetzt dürft ihr wieder ganz normal. Keltischen Krieger, Speer. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, jetzt kommt er von zwei Seiten. Das ist natürlich auch nicht sehr positiv. Schnell! Schildträger! Dann ein kompletter Schildträger hier. Und die stellen sich so. Schnelles Marschieren! Komm sofort deine Phalanx! Schildträger! Auch sofort eine Phalanx! Krieger Makedoniens, wie ihr Befehl! Retirenreiterei! Nahkampf-Infanterie bereit! Schießt eure Befehle! Retirenreiterei! Schnell hier! Nahkampf-Gruppen erwarten Befehle! Verzehnter Roll! Leinenpanzer, Schwert, Kämpfer! Nahkampf, Infanter, Land! Zurück! Zurück! Leinenpanzer, Schwert, Kämpfer! Doppelte Geschwindigkeit! Okay, das ist jetzt sehr tricky, weil der nicht von einer Seite angreift, sondern von mehreren.
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ah, hier sind die Fernkämpfer, deswegen. Söhne des Arme, Teilen, General! Hyriai! Bereit zum Einsatz! Schwerter! Taxi Arschus! Zu euren Diensten! Schwere Kavallerie bereit und willig! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Stechen. Vorwärts! Und dann gleich wieder gehen. Wir erwarten eure Befehle. Schnell jetzt! So, hier passt alles. Soweit. Die Makedonier sind bereit! Schildträger! Königliche Feldmasten! Schießt auf jeden! Unser General wird angegriffen! General! Barbarie! Doppelte Geschwindigkeit! Die Krieger erwarten einen Befehl! Angriff! Ich mag die freien Heerbande nicht. Die sind echt ziemlich tricky. Zu Befehl! Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, dann wollen wir mal ihn aufspießen. Kleinen Panzerschwertkämpfer! Söhne des Aren! Bereit zum Einsatz! Und dann? Piken Infanterie bereit zum Einsatz! Zerstückeln Sie! Nahkampfgruppen! Ich erwarte eure Befehle! Befehl verstanden! Eure Befehle? Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Uiuiui. Ja, war schwer. Das war schwer. Hier fliegen auch welche.
So, gut, also, es war unsere versteckten Einheiten kompliziert, weil er eben von zwei Seiten angegriffen hat. Also hier hat er nicht so viel Druck aufgebaut wie da. Und hier hat er auch unsere nicht wirklich gut gehandelt, weil er ist immer nur hier rein. Und am Schluss, ganz zum Schluss, ist er wirklich auch ja, den freien Weg unsere gegangen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Naja, gut. Aber er will halt die ganze Zeit zu meinem General. Und wenn ich den General dann hinter die Linien wieder, also hinter die Pikiniere eben wieder tue, dann greift er halt wieder die Pikiniere an. Aber... Ah, so. Also die linke Faust hat sich auf jeden Fall mal ein bisschen Ruhe verdient hier. Junge, Junge, Junge. Unsere Schatz. Man sind nicht, nicht so Angriffspakt. Okay. Oh, er will schon, dass ich was dafür bezahle. Ah, die Pikten jetzt auch noch, ne? Hä? Wieso? Hat es ein General einer anderen Familie oder warum hat er das gemacht? Die Kinder des Zeus. Wer sind die? Kinder des Zeus. Das klingt nach einer, die ich nicht gemacht habe, ne? Oder die ich... ich weiß es nicht. Kinder des Zeus. Ah, die Kinder des Zeus, genau, das ist die da hinten. Korruption. Weniger ist gut. Eine Frage des Blutes. Die Zahlung reichte aus, um dafür zu sorgen, dass das Kind und seine Mutter nie wieder gesehen wurden. Minus 1000, ja, das. Hi. Pikten wurden... Ah, okay, das war seine letzte... seine letzte... ne? Armee. Oder Armee in Anführungsstrichen. So, sollte er weiter sich, Verschleiß und so weiter. Gut. So. Dann hier unten erstmal. Schauen wir mal, was hier so alles ist. Der hat auf jeden Fall was bekommen. Beeilt euch, Männer! War das alles? Wir werden diese Siedlung einnehmen! Das ist auf jeden Fall gut. Und ich will wieder Elefanten haben. Verdammt. Der geht mal hier hin. Okay, ja, sind nicht meine. Gut, dann schauen wir mal hier hoch. Verteidiger Pellas, die können die mal von hinten schnabulieren. 77. Sollen wir das spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube 77% passt schon. Gut. 77% Mai. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit, das bringt nicht ganz... Kinder. Das bringt nicht ganz so viel. Elefanteneinheiten ist natürlich super. Oh nein. Das war falsch. Die ist ja, ja,
Das war automatisch geklickt. So, Elefanteneinheiten sind halt ein bisschen zu speziell, weil ich weiß nicht, woher ich hier im Norden Elefanten herbekommen sollte. Deswegen. Offensivkämpfe. Leichte Kavallerie habe ich nicht, ich habe nur schwere. Moral ist immer gut. Sklavenunruhen, Gravitas ist auch gut. Forschungs. Ja. Forschungsding ist immer ganz gut. So. Granuten. Was wollt ihr denn in Neapolis? Würde mich mal sehr interessieren. Tour ist auch ziemlich offen. Ja. So, jetzt kommst du hin. Gut. Dann haben wir das schon mal. Dann hier. Ich mir mal 4 Hopliten, ist jetzt auch nicht so schlimm. Naja, nicht so schlimm, also nicht schlecht. Dann schauen wir mal, genau, der geht immer dahin, wo ich gerade so nicht hinkomme. Surprise. So, dann komme ich mal hier. Kapitulation 14 Runden. Naja, Alexandria ist eine ziemlich reiche Stadt. So. Wollen wir mal. Ja, Syrakus wollen wir jetzt nicht. Wir könnten uns mal. Hier haben wir. Wo haben wir denn einen Militärhafen? Hier haben wir einen. In Rhodos. Da können wir uns mal ein genau, eine Flotte aufstellen. Hier oder da. Hier, das da. Der hat einen fetten Rahmensporn, das ist gut. So, dann wollen wir mal. Und. Uiuiui. Schwere Turm-Hiptäre. Warte mal. Schiffszustand 2200. Das ist natürlich heftig. Na, Kampfangriff. Waffenschaden. Ich will eine Festung auf dem Meer haben. So. Gut. Gleich sind wir hier fertig. Dann haben wir gleich in ein paar Runden die volle Breitseite von. Die volle Breitseite von. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Von der Kolonialisierungsding, also von genau, Waffenschmiede Kolonie, ja. Auch wenn wir das, glaube ich, nicht mehr brauchen, ne, weil wir haben ja schon Gold, also Stufe 3, ja. Naja, mal schauen, was das dann ändert, also. So lange habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, dass ich ich war immer vorher fertig mit der Kampagne. Also ich habe immer vorher gewonnen, bevor ich wirklich komplett alles erforscht habe.
deswegen. Aber ja, wir haben ja historisch gespielt. Wir haben es eben versucht und da, ja. Da wird auch nicht immer sehr schnell sehr viel erobert. So, die Gallische Konföderation hat ein bisschen was. Ach, okay. Der greift jetzt an. Und er sagt, ich verliere. Ja, Schutzaufstellung ist. Der hat keine Chance. Also, nein, nein! Ich wollte zurückmachen. Nein! Oh Gott! Ich wollte das spielen. Verdammt. Ach, was soll das denn jetzt? Oh Mann, Tobi. Junge. Oh Gott. Ja, geil. Zu schnell geklickt. Vor allem auf Schutzstellungen hätten wir ja gewonnen. Das Problem ist, jetzt habe ich eine komplette Flotte einfach so verloren. Ja, super. An sich ist das auch kein Problem, weil wir das Geld haben, aber ja, das war sehr krass unnötig. Weil hätte ich es echt gerne gespielt, weil wir sau viele, wir hatten ja sau viel, ihr wisst schon. Woher hat der PC Tyrol? Woher? Die königliche Peltasten. Ja, okay, ja. In der Zwischenzeit kann er ja das umgerüstet haben. Ja, das spiele ich nicht. Das spiele ich nicht, weil, naja, er hat seinen PC Tyrol. Unter anderem. Königliche Peltasten, deswegen brauche ich da jetzt nicht irgendwas zu versuchen. Mann, das nervt mich jetzt mit Alexandria. Das war so unnötig. Das war ultra unnötig. Ach, glaubst du, das gewinnst du? Du hast zwar einige Kavallerie, aber ich auch. Der hat doppelt so viel wie ich. Aber Junge, das kannst du vergessen. Gut, aber das würde ich sagen, spielen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und oh Mann, Alexandria. Das hole ich aus der nächsten Folge. Danke. Habe ich schon gesagt. Bis dann. Bye bye. We'll be right back.